Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Drachensang. Oh ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind hier in der Krypta stehen geblieben mit unserem Feuerexperten Elementaradina. Und ja, ich denke mal, wir müssen jetzt als nächstes Niams Freund befreien, Ulfink, finden und dann befreien und helfen. Weil er ja sonst ziemlich im Arsch ist, glaube ich. Da ist eine Holztür, die ist verschlossen. Haben wir irgendwelche Schlüssel eigentlich? Wir haben sehr viel Zeug, was wir mit uns rumschleppen. Warum? Zellentraktschlüssel. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Können wir ab... Ja. Ja, nee, oder? Ja. Okay. Nein, nein, doch nicht. Voller Kammerschlüssel. Okay, ich glaube, nee, das war alles in der Burg, wo wir jetzt eh nicht mehr mit hin können. Und deswegen, glaube ich, bringt das nicht wirklich viel, wenn wir den behalten, aber ich glaube, wenn ich wieder in der Villa bin, werde ich ihn da irgendwo verstauen, falls wir ihn doch noch brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da ist der Eingang. Okay. Da war ich noch nicht. Gehen wir mal einfach da lang. Weiter geradeaus und dann da so hoch. Genau da. Holztür. Verschlossen. Ja, cool. Wundert mich ja, warum da überhaupt gar keine Falle gerade vor war. Ich glaube, die hatte ich schon ausgelöst. Ja, ich glaube, ja. Da... okay. Ach so, ja. Komm, einmal im Kreis laufen. Ist gut für die Muskulatur und so. Die Musik macht mich gerade bekloppt. Die ist mir viel zu hektisch. Ich glaube, da muss ich hin. Ja, Schlüssel benutzen. Kommt ihr? Helft ihr mir? Du läufst vor. Genau. Deswegen. So, mal kurz. Ja, wir heilen dich auch. Wir sind so nett. Ja, ist okay. Chill mal. So, schön. Gut, geilt. Kann das jetzt weg. So, bist jetzt geilt. Und? Ja, gut. Auf geht's. Auf den Kampf. Nachdem wir einmal wunderschön im Kreis gelaufen sind. Okay. Da ist eine große Versammlung. Oh, scheiße. Uns ist unser Hauptpropagand. Stör mein Ritual nicht, sterbliches Wesen. Untoter Nekromat. Hallo, untoter Nekromat, du trägst einen coolen Gürtel. Lass sofort den Jungen in Ruhe. Warum sollte ich das? Er war es, der meine Ruhe gestört hat. Also wird er nun auch den Preis dafür bezahlen. Sein Körper sollte ein angemessener Preis sein. Ich verhandle nicht mit Untoten. Ich schicke euch jetzt zurück in die Niederhöllen, wo ihr, aus denen ihr hervorgestochen. Es sieht aus wie, wenn man bei so einem Plastikskelett, hör mal auf zu debattieren da, so rote Glühlampen reingesteckt hat. Ja, wir wollen die drohen. Ich glaube, wir sollten erst den bekämpfen, weil das bringt, glaube ich, nichts, wenn wir alle die versuchen irgendwie zu attackieren. Ich werde den gleich mal da so raufschicken bei dem. Und? Schnell, schnell, schneller. Bevor du hier irgendwas tust. Ihr könnt ja mal schon mal ein paar Angriffe machen, aber die müssten außer Reichweite sein, wenn ich meinen Feuerball anwende. Und? Bitte, bitte, krieg ich ihn hin. Hahaha, der kann gar nicht richtig zaubern. So ein Tropfen. Gut. Okay, sie brennt auch schon. Oh, scheiße, ihr geht's gar nicht gut. Ich helfe dir. Gladys. Und er schläft. Mhm. Kümmer dich um den scheiß Nekromanten da. Was ist er denn? Skelett? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht vor lauter Feuer. Ah, da. Der pennt. Wieso pennt er jetzt? Mann, ey. Gladys. Steh bitte wieder auf. Oh nein. Oh, bist du blöd. Wieso rennst du da mitten rein? Dahin. So. Du musst irgendwas zaubern. Das ist immer gut. Telefon hört ihr gar nicht. Wie lange schläft ihr denn? Sonny im Graf ist auch, dauert noch eine Weile. Ach du Scheiße. Soll ich denn das machen? Mit den beiden Weiderwaren da gegen den an. Na cool. Cool. Jetzt werde ich auch noch angegriffen. Ja, super. Du könntest jetzt langsam mal aufwachen. Das wäre super.
Nee, da, den, genau. Die ist schon fast im Eimer. Ich wollte eigentlich drehen. So, da. Die ist gleich hin. Die ist gleich hin. Ja. Ich glaube, ja, ich auch gleich. Ja. Cool. Nicht cool. Alter, heftig. Oh, hier. Gladys. Ah, sie stirbt. So Gladys stirbt. Okay, dann sehen wir zu, dass du... Du, Vorgrim, du musst sie jetzt rächen. Ja. Ich bin auch im Arsch eigentlich, aber kann ich mich noch retten? Nee, kann ich nicht. Wenn sie stirbt, macht sie ja voll das witzige Geräusch. Nee, ich weiß nicht, ob wir das nur mit Vorkommen hinkriegen, denn ein Trank, da schmeiß ich einen. Habe ich noch einen Trank? Scheiße. Nein, habe ich nicht. Oh, ist das doof. Oh, nö, ne? Ich glaube, ich muss flüchten einmal. Oh, oh. Ja, ich flüchte jetzt. Scheiße. Ich komme. Nein. Oh, oh. Ja, so sieht der wunderschöne Ladebildschirm aus. Ah, verdammt. Shit. Okay, fail. Liebe Kinder, so sollte man das nicht machen. Okay. Hm, was machen wir jetzt? Ich bin aber der festen Überzeugung, man sollte sich auf jeden Fall erstmal um diesen komischen Nekromanten da kümmern. Ja, dann laufe ich da jetzt rein, auch egal. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ja, ist gut. Auf zu brennen. Genügt? 50, 53, ja. So, ja. Oh Mann, ey. Ja. Haben wir schon gesehen. Stör mein Ritual. Bla, 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 bla. So, okay. Moment mal. Kopfringo Kälteschock. Versuchen wir das doch mal. Und ihr stürzt schon mal alle auf den drauf. Und ich mache meinen komischen Feuerballzauber nicht. Weil... Ich mache eine andere Taktik. Ich versuche es jetzt mal so. Es soll Menschen geben, die sprechen mit einem, während man aufnimmt. So, okay. Ja, wo war ich mit meiner coolen Taktik? So, und Schuss. Wow, das war ganz allein Kladdus. Ich zaubere noch. Die sind da auch am Dingsen. Kladdus, hau da nochmal irgendwas rauf. Blitz dich, Finn. Genau, das kannst du jetzt auch mal zaubern. Wir benutzen jetzt einfach mal ein paar mehr Zauber dafür. Die kümmern sich einfach mal um den Tiny da. Cool, die werden auch gar nicht so extrem angegriffen. Ach cool, ich wurde gerade umgeschmissen. Na, super. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt... ich wurde umgeschmissen, ja. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ja, das bringt jetzt eh nichts mehr, wenn ich diesen Zauber da anwenden will. Dann kümmere ich mich lieber um ihn und so. Und so. Erzielter Schuss. Alter, könnt ihr mal aufhören, mich umzuschmeißen? Kümmere dich mal um... Vorkommen. Bitte. Okay. Ey, die greifen mich an. Ist nicht gut. Ja, cool, Kladdus. Zauber mal ein bisschen. Schnell mehr. Okay, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast, Leute. Vorkommen ist hier. Fast. Oh Gott. Einen hast du noch. Benutze ihn. Schnell. Oh. Yay. Was? Mein Kopf? Wo bin ich? Ja, aber ein Strohhalm in der Fresse. Du bist in der Familiengruft der Einrichs. Heinrichs, ja. Eichrichs, ich weiß. Es ist alles überstanden, Ulfing. Du bist gerettet. Jo.
Was? In unserer Familiengruft? Ich erinnere mich wieder, der Ring und plötzlich waren diese Untoten und wir. Niam! Wo ist Niam? Was ist mit ihr? Wir haben sie gerettet. Ulfing, du lebst! Ich bin beinahe gestorben aus Sorge um dich! Und wir sind gestorben wegen euch, weil wir versucht haben, euch zu retten. Ach, Niam, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Habt vielen Dank. Wie konnte ich nur so leichtsinnig und dumm sein? Ja. Beinahe hätte Niam dafür mit ihrem Leben bezahlt. Und wir auch, ne? Nur so, by the way. Ja, schon gut. Besser später Einsicht als gar keine. Am besten stehst du in Zukunft einfach deinen Mann, anstatt dich in dunkle Grüfte zu flüchten. Das ist ein weiser Rat. Jo. So, wir machen uns gleich auf den Weg. Lasst uns. Ich möchte mich in dieser Gruft hier noch etwas umsehen. Ja, und zwar habe ich jetzt diesen dummen Trank noch benutzt. Ja, ich habe ihn noch benutzt. Tatsächlich, ich bin so blöd. Ja, weil wenn man die Nekromanten umbringt, dann sind auch alle tot, wie ihr gesehen habt. Ich wollte nur diesen schönen Stab von ihm haben. Magischer Stab und alter Brief. So. Okay. Ja, rette Ulfing. Und irgendwas, was ich nicht anklicken kann. Ulfing und Niam waren überglücklich, sich wiederzusehen. Jetzt sollte ich die beiden wieder zu ihren Eltern bringen. Ja, und ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Ne, Strohkopf-Typi? Bis dann. Ciao.